Hallo und herzlich willkommen zu Handball-Highlights. In der heutigen Folge dreht sich alles um die SG Flensburg-Handewitt und ihre neuesten Verpflichtungen. Wie bereits vermutet, hat die SG Flensburg-Handewitt den norwegischen Rechtsaußen Axel Horgen für die kommende Saison verpflichtet. Der 26-jährige Horgen wird bis 2025 bei der SG unter Vertrag stehen und gemeinsam mit Johan Hansen das Duo auf der rechten Außenbahn bilden. Durch die Verpflichtung von Horgen ist die SG Flensburg-Handewitt auf beiden Außenpositionen super besetzt. Der Geschäftsführer der SG, Holger Glanz, Landorf freut sich über die Verpflichtung des talentierten Spielers, der noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Axel Horgen selbst äußerte sich ebenfalls begeistert über seinen Wechsel zur SG Flensburg-Handewitt und sieht es als Ehre und Herausforderung zugleich, für diesen großen Verein mit diesen tollen Fans spielen zu dürfen. Auch bei seinem bisherigen Verein Bjerringbro Silkeborg freut man sich über die Weiterentwicklung des Spielers im Ausland und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft. Der Sportverantwortliche Michael Knutzen, der selbst früher das Trikot der SG Flensburg Handewitt getragen hat, begrüßt die Entscheidung und freut sich, dass Horgen gut weitergeleitet werden kann. Axel Horgen hat sich bereits im norwegischen Handball einen Namen gemacht und wurde in der Saison 2018-2019 als bester Spieler der norwegischen Elite-Serien ausgezeichnet. Seit dem Sommer 2020 spielt er bei Bjerringbro in Dänemark und konnte dort seine Qualitäten auf der Außenbahn unter Beweis stellen. Wir sind gespannt darauf, wie er sich in Flensburg entwickeln wird und freuen uns darauf, ihn in der kommenden Saison in Action zu sehen. Das war's für heute bei Handball Highlight. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wieder mit dem besten Handball-Highlight zu versorgen. Bis dahin, bleibt gesund und sportlich.